Wir kannten Gropius, aber wir kannten natürlich keine Häuser von ihm, weil es auch nur sehr wenige in Deutschland gibt. Als wir das Haus 94 gekauft haben, war es in einem doch relativ desaströsen Zustand. Und wir wollten von Anfang an das Haus so authentisch wie möglich rekonstruieren und restaurieren. Man konnte es sich eigentlich sehr schwer vorstellen, wie das Haus mal erstrahlen könnte nach einer Restaurierung. Aber uns hat es gereizt, das wiederherzustellen, was Gropius gewollt hat. Das Haus wurde 1924 hier in Jena erbaut und ist das erste Bauhaus, das Gropius überhaupt gebaut hat. Und insofern ist es natürlich eine Ikone der Moderne schlechthin. Also das Bauhaus hat sich eigentlich der kompletten Gestaltung unserer täglichen Dinge, die uns umgeben, angenommen. Und daraus sind dann eben heutzutage solche Begriffe wie Produktdesign und so weiter entstanden. Etwas, was wir als selbstverständlich ansehen. Aber das ist etwas, was wir tatsächlich dem Bauhaus zu verdanken haben. Ich finde das Haus wirklich extrem wohnlich. Und so geht es mir und geht es meinem Mann eigentlich auch. Wir fühlen uns hier rundum wohl und wir persönlich könnten es gar nicht schöner haben. Es ist faszinierend nachzuzeichnen, was aus Thüringen heraus die Bauhaus-Idee weltweit bewirkt hat. Wie sie Architektur, das Designverständnis nicht nur Anfang des 20. Jahrhunderts beeinflusst hat, sondern bis in die heutigen Tage. Schaut man nach New York, nach Chicago, Barcelona, Tel Aviv, dann sieht man, welche Bedeutung diese Visionäre mit ihren revolutionären Ideen gehabt haben. Frau Dr. Happe ist eine dieser Visionärinnen. Sie hat das Haus nicht nur erworben, hat es wieder originalgetreu hergestellt, sondern sie füllt es auch mit Leben. Und wir müssen diese Denkmale erhalten. Und das ist ein großes Geschenk, was Frau Dr. Happe uns und der Welt macht. Ist doch unglaublich. Thüringen mit diesem Bauhaus erobert die ganze Welt. Ein unglaublicher Siegeszug.